ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr aus Kohlrabi richtig leckere Rezepte kochen könnt? Und zwar habe ich heute eingekauft. Ich war im Supermarkt und habe gesehen, dass es frischen Kohlrabi gibt. Also ich habe jetzt 3 Kohlrabi gekauft mit den Blättern. Das ist das Wichtigste. Die Blätter dürft ihr nicht wegspeisen. Die müsst ihr mitnehmen. Ich nehme sogar die Blätter mit, die die anderen nicht mitnehmen möchten. Denn heute zeige ich euch mal, was ihr aus diesen Blättern machen könnt. Ihr könnt eine leckere Suppe kochen. Ihr könnt gefüllte Kohlrabi-Blätter machen. Ihr könnt Gemüse-Eintopf machen. Und ihr könnt Salat machen. Das heißt, aus 3 oder 4 Kohlrabi habt ihr 4 Rezepte und für 2 Tage. Jetzt komme ich aber zu den Zutaten dazu. Ich habe heute im Supermarkt Kohlrabi gekauft. Ihr braucht höchstens 3 Kohlrabi, aber richtig viele Blätter. Ich nehme sogar die Blätter mit, die die anderen nicht mitnehmen möchten. Die brechen das einfach ab und legen das beiseite. Und die nehme ich natürlich sofort mit. Heute zeige ich euch mal, was ihr aus den Blättern machen könnt. Und morgen kommt das Rezept mit Kohlrabi. Heute 2 Rezepte und morgen 2 Rezepte. Also, ich habe jetzt die Kohlrabi-Blätter abgeschnitten, die ganz kleinen. Die werde ich füllen und mit den großen Blättern, mit den Stielen, werde ich dann eine leckere und gesunde Suppe kochen. Viele wissen gar nicht, dass man auch die Kohlrabi-Blätter zum Kochen nutzen kann. Also wir kochen sehr, sehr gerne diese Suppe. Ich habe erstmal die großen Blätter mit den Stielen alles schön klein geschnitten. Mein Mann kommt aus dem Schwarzen Meer und die kennen nur diese Suppe, aber die ist richtig lecker, kann ich nur sagen. Wie ihr sehen könnt, habe ich alles erstmal klein geschnitten. Und die kleinen Blätter, die werden dann in Salzwasser so ungefähr 5 Minuten gekocht. Lange braucht ihr sie nicht kochen und dann auskühlen lassen. Jetzt werde ich die Füllung für gefüllte Kohlrabi-Blätter vorbereiten. Ich habe so ungefähr 200 Gramm türkischen Reis gründlich gewaschen. Wir brauchen 3 große Zwiebeln, einen halben Esslöffel Tomatenmark, einen halben Esslöffel Paprikamark, frischen Petersilie, wenn ihr findet, frische Pfefferminz, Salz, Pfeffer, Blattpaprika und getrockneten Pfefferminz. Erst habe ich die Zwiebeln in Olivenöl angebraten. Das ist das Wichtigste, wirklich reines Olivenöl benutzen. Dann habe ich Tomatenmark, Paprikamark hineingegeben. Das wird dann mit den Zwiebeln richtig angebraten. Dann kommt der Reis rein. Der Reis wird dann auch mit den Zwiebeln und Paprikamark richtig schön angebraten. Dann habe ich Salz, Gewürze hineingegeben und so ungefähr 150 ml kochendes Wasser. Ich habe schon mal den Herd ausgemacht, frische Petersilie und Pfefferminz hineingegeben, einmal umgerührt und die Füllung lasse ich auch auskühlen. Die Blätter, die habe ich, also wenn sie groß sind, habe ich die in der Mitte einmal durchgeschnitten. In der Mitte sind diese dicken Faser, die schneide ich einmal ab. Dann werden sie gefüllt. Je nachdem, wie groß die sind, habe ich die Blätter entweder in 2 oder in 4 Teile geschnitten. Ihr dürft jetzt nicht so viel Füllung nehmen, sonst platzen die Blätter beim Kochen. Und die Blätter dürfen nicht zu fest eingerollt werden, weil der Reis kocht und da muss da ein bisschen Platz sein, damit das beim Kochen nicht aufgeht. Ich liebe gefüllte Kohlrabi-Blätter, die kann man auch mit Reis und Hackfleisch füllen und das ist nur mit Reis, wird nur mit Olivenöl gekocht. Deswegen heißen diese Gerichte bei uns Olivenölgerichte. Ich habe die dann in einen Topf hineingegeben, bisschen Salz darüber gegeben und reichlich Olivenöl. Dann habe ich einen kleinen Teller darüber gegeben, damit die Blätter beim Kochen nicht aufgehen. Kochendes Wasser darüber gegeben, bis das abgedeckt ist und auf schwacher Hitze gekocht. Und nicht so lange kochen, der Reis sollte ein bisschen bissfest bleiben. Und so sieht das dann serviert aus. Und jetzt zeige ich euch mal die Zutaten für die Suppe.
Ich habe eine Zwiebel klein geschnitten, eine kleine Schale weiße gekochte Bohnen habe ich, ihr könnt auch aus der Dose nehmen, ein Esslöffel Paprikamark oder Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Blattpaprika und ein bisschen grob gehacktes Mais. Das habe ich aus der Türkei mitgebracht. Wenn ihr das nicht findet, dann könnt ihr das auch auslassen. Aber ganz, ganz wichtig, 2 Esslöffel Maismehl. Zuerst habe ich die Zwiebeln mit Olivenöl angebraten und anschließend Paprikamark hineingegeben. Wie gesagt, ihr könnt auch Tomatenmark nehmen. Aber Paprikamark muss richtig mit den Zwiebeln angebraten werden. Dann kommen die kleingeschnittenen Kohlrabi-Blätter hinein. Das wird dann mit dem Tomatenmark und den Zwiebeln angebraten. Ich habe dann die restlichen Zutaten hineingegeben. Das Ganze muss dann richtig angebraten werden. Mit Salz, Pfeffer, Blatt, Paprika abgeschmeckt und kochendes Wasser darüber gegeben, bis das Ganze abgedeckt ist und mit geschlossenem Deckel so lange gekocht, bis das Ganze weich geworden ist. Maismehl wird mit Wasser verdünnt, dass es so cremig wird und dann kommt das in die Suppe. Dann wird das mit dem Maismehl weitere 10 bis 15 Minuten gekocht und fertig ist auch die Suppe. Und so sieht das serviert aus. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Schreibt mir doch einfach in den Kommentarbereich, was ihr noch an Gemüse findet und ich werde euch dann richtig leckere Rezepte daraus zaubern. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.